Apple hat soeben iOS 14.6 veröffentlicht und ich möchte euch in diesem Video gerne einmal alle Neuerungen und Änderungen kurz vorstellen, die mit diesem Update dazugekommen sind. Wenn dich übrigens Videos wie dieses zu neuen iOS Beta-Versionen interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen, dann lass jetzt gerne einfach und unkompliziert ein Abo da und wir schauen uns iOS 14.6 jetzt direkt nach dem Intro einmal etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Bevor wir uns iOS 14.6 etwas genauer anschauen, möchte ich euch gerne noch einmal NordPass vorstellen. Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem Passwortmanager sein, der plattformübergreifend funktioniert, kann ich euch NordPass empfehlen. NordPass funktioniert auf dem iPhone, Mac, Android-Smartphone oder auch Windows-PC und auch als Browser-Add-on in Safari, Firefox oder Google Chrome. Mit NordPass könnt ihr eure Passwörter sichern, Passwörter erstellen und auf Datenlecks prüfen und dann entsprechend natürlich anpassen. Aktuell gibt es eine Frühlingsaktion, in der ihr 70% Rabatt erhaltet mit dem Code Nils oder einfach über meinen Link, den ihr unten in der Videobeschreibung findet. Außerdem erhaltet ihr einen zusätzlichen Monat kostenlos dazu. Schaut auf jeden Fall gerne einmal bei NordPass oder in der Beschreibung vorbei, wenn ihr Interesse haben solltet. Machen wir nun aber auch schon mit iOS 14.6 weiter und beginnen zuallererst einmal mit Apple Music, denn Apple Music hat jetzt ein 3D-Audio mit Dolby Atmos Update bekommen und das hat Apple am Dienstag vorgestellt und dementsprechend könnt ihr dieses neue Feature jetzt mit iOS 14.6 nutzen und als Beispiel gehe ich einfach mal hier in die Musik-App und da seht ihr dann eben hier auch, dass Apple Digital Master hier angezeigt wird, dass diese Funktion eben mit iOS 14.6 und in diesem Fall mit Apple Music verfügbar ist. Ihr müsst nicht zusätzlich ein Abo abschließen, sondern wenn ihr Apple Music bereits habt, dann ist dieses Feature eben integriert und ihr könnt Hi-Fi Musikstreaming über Apple Music ganz einfach nutzen. Für die nächste Neuerung öffnen wir einmal die Whoist-App und in diesem Fall geht es um ein Feature für die Apple AirTags, welches hinzugefügt wurde in der aktuellen Version von iOS 14.6 und zwar könnt ihr, wenn ihr den Verloren-Modus aktiviert und dann hier auf Fortfahren geht, zusätzlich neben einer Telefonnummer jetzt auch eine E-Mail-Adresse verwenden. Das heißt, wenn ihr nicht unbedingt eine Telefonnummer dort angeben möchtet, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit hier zu wechseln, auf E-Mail-Adresse verwenden und dann switcht das Ganze hier rüber und ihr könnt hier eben entsprechend eure E-Mail-Adresse eingeben, über die ihr kontaktiert werden möchtet, wenn zum Beispiel euer AirTag von irgendjemandem gefunden wurde und ich finde auf jeden Fall, dass das eine sehr schöne Ergänzung ist. Auf dem Apple Spring Event hat Apple bereits die Podcast Subscriptions, also Podcasts Abos, angekündigt und diese kommen jetzt auch mit iOS 14.6. Das heißt, es gibt zukünftig einige Podcasts, die zusätzlich mit einem Abo sozusagen erworben werden können. Das heißt, ihr könnt eure Podcaster entsprechend unterstützen und dann dort für einen monatlichen Betrag ganz einfach Premium-Content erwerben. Und in diesem Fall hat Apple das Ganze schon so ein bisschen hinzugefügt, indem man hier über den Account eben die Abos verwalten kann. Und dann wird man hier weitergeleitet in die iCloud, wo man seine ganzen Abos verwalten kann. Und hier werden dann zukünftig eben auch die Subscriptions aus der Podcasts-App angezeigt, wenn man eben eine Subscription, ein Abo abgeschlossen hat von einem Podcast. Und das finde ich persönlich eine sehr gute Umsetzung. Das heißt, wenn man mehr Content möchte und die Podcaster unterstützen möchte, dann kann man das Ganze machen. Es gibt aber natürlich weiterhin sehr, sehr viele kostenfreie Angebote, die ihr weiterhin nutzen könnt. Außerdem gibt es einige Fehlerbehebungen, die Apple in diesem Update umgesetzt hat. Und zwar gab es bei einigen Nutzern Probleme, wenn sie ihr Gerät mit Maske und Face ID entsperren wollten über die Apple Watch. Und diese Probleme wurden jetzt in diesem Update gefixt. Das heißt, solltet ihr irgendwelche Probleme gehabt haben, dass das Entsperren mit Maske über die Apple Watch nicht zuverlässig funktioniert hat, dann solltet ihr auf jeden Fall auf iOS 14.6 updaten, denn dieses Problem wurde mit diesem Update behoben. Außerdem haben einige Nutzer davon berichtet, dass wenn sie in den Einstellungen unter Datenschutz gingen und dann auf Tracking, dass diese Funktion ausgegraut war und das wurde ebenfalls in iOS 14.6 zusätzlich behoben. Das heißt, hier sollte es jetzt möglich sein, wenn ihr vorher ein ausgegrautes Toggle hattet, dass ihr dieses jetzt hier ganz einfach aktivieren könnt, dass es grün ist und ihr entsprechend daraufhin dann eben auch diese ganzen Anfragen von Apps bekommt, ob denn überhaupt Remarketing betrieben werden darf, ob eben Daten gesammelt werden können für weitere Werbemaßnahmen und dann habt ihr eben die Option, das hier zu aktivieren oder zu deaktivieren. Auch dieses Problem wurde in der aktuellen Version von iOS 14.6 behoben.
Und das wären auch schon die größeren Neuerungen, die Apple in diesem Update mit hinzugefügt hat. Das heißt, es sind eigentlich wirklich nur ein paar kleine Änderungen, ein paar kleine Ankündigungen, die sie bereits auf dem Spring Event oder eben auch per Pressemitteilung angekündigt haben. Und das wurde jetzt hier entsprechend in diesem Update umgesetzt. Natürlich gibt es auch diverse Bugfixes und grundsätzlich wurde nochmal die Stabilität ein bisschen verbessert. Das System läuft sehr flüssig und die Akkulaufzeit war auch in der Beta-Phase sehr ähnlich wie mit iOS 14.5. Ich denke, da wird es keine allzu großen Unterschiede geben. Mit Sicherheit wird es so eine kleine Verbesserung geben. Grundsätzlich habe ich aber jetzt keinen nennenswerten Unterschied zwischen iOS 14.5 und iOS 14.6 gemerkt, was die Akkulaufzeit auf meinem iPhone 12 Pro angeht. Und damit wären wir jetzt auch schon beim Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr so einen relativ guten Überblick bekommen konntet, was denn jetzt alles neu ist in iOS 14.6 und ihr könnt mir natürlich gerne mal eure Meinung zu diesem Update unten in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Gerne könnt ihr meinen Kanal jetzt für weitere ähnliche Videos abonnieren und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!